Hallo, meine lieben Wagen. In dieser Legung schauen wir uns den Arbeitsbereich an, was hier für meine lieben Wagen kommt. Wir beginnen hier zuerst mit den großen Arcana-Karten. So, was kommt denn hier für die Waage? Der Eremit, die Jungfrau-Energie. Okay, die Sonne, die ist aber umgedreht, ja. Okay, Löwe-Energie. So, was kommt für meine Wagen im Arbeitsbereich? So, wir haben hier die Ruten. Das ist die Luftzeichen-Energie, Zwillinge, Waage, Wassermann. So, ein bisschen noch verschieben. So, wir haben hier noch den Pauk, Stier, Jungfrau, Steinbock, ja? Okay, so. Ich sehe hier, dass es Verzögerungen gibt zu einer Veränderung, zu einer Wunscherfüllung, ja, also es geht noch nicht so schnell voran, wie man sich das erhofft hatte. Es gibt hier einfach, ja, Verzögerungen. Hier würde ich sagen, es gibt Konflikte, Streitereien, Gespräche im öffentlichen Bereich. Für einige wenige kann es ja eine Vorlesung sein, ja, vielleicht seid ihr hier in der Öffentlichkeit und müsstet hier was vortragen. Mit den Routen ist es für mich gelegentlich auch irgendwie eine Trennung, aber jetzt schauen wir mal mit den restlichen Karten. Ja, vielleicht habt ihr auch hier Kundschaft, ja, oder Kunden, weiß nicht, ob hier... wer hier alles selbstständig ist oder im Angestelltenverhältnis, kann sein, dass man hier Streitereien oder viele Gespräche mit Kunden hat. Ja. So, den Rest schauen wir uns jetzt mal an mit den weiteren Tarotkarten. Was kommt hier für die Waage im Arbeitsbereich? Die Stärke. Ui. 10 Schwerter. Der Tod. Der Tod ist umgedreht. Und hier haben wir noch den Magier. Ich sehe hier ein schmerzhaftes Ende, das zu einer Verbesserung führt. Egal, was hier endet, ist es ein Arbeitsplatz, ist es irgendwas endet hier. Ich denke, ihr müsst hier ganz mutig sein, ihr müsst hier wirklich in eurer Stärke sein, selbstbewusst sein, egal was hier kommt. Zuerst denkst du dir, oh nein, wie kann das sein? Aber dann ist es eine riesengroße Sache. Man will sich fast nicht trennen, ja. Also hier kommt ein schmerzvolles Ende, schmerzhaftes Ende, aber mit der 10 beginnt auch wieder alles neu. Ich sehe hier schon, dass man das gar nicht, dass man das verhindern will, dass man dieses Ende gar nicht will, aber es scheint ja eine Erlösung zu sein, eine Verbesserung. Okay, also somit denke ich wirklich, dass ihr hier schon auf der Suche seid, etwas Großes zu verändern, eine Veränderung anzugehen. Ja, es kommt vielleicht nicht so schnell. Ich würde auch hier nicht sagen, dass es sehr, sehr schnell kommt, weil immer wieder hält euch was zurück oder ihr kommuniziert dann einfach nicht alles, was die Wahrheit wäre, ja, oder halt argumentieren oder sachlich zu deiner Meinung stehen, ja. Okay, dann ist es könnte wirklich eine Trennung sein. Trennung Arbeitsbereich. Was kann es denn noch sein? Hier kommen, also durch ein Ende, kommen neue Möglichkeiten rein. Ihr habt Angst vor dieser Veränderung, ja. Also ihr wisst ja, mit dem Tod hier, ja, man muss das Alte verlassen, das weiß man. Und dann
kommt die Sonne, es kommen neue Dinge und das ist gut so. Und hier hat man einfach noch ein bisschen Angst, oh nein, bitte noch nicht oder oh nein, bitte noch warten. Also irgendwie will man das doch verzögern, aber dann hier mit dem Magier, wow, also es wird vorteilhaft. Oh je, ich sehe gerade in der Kamera, dass es total dunkel ist. Oh Gott. Oh je. Das ist weniger schön. Aber ich sage ja immer, die Karten, die hier rausfliegen, ja, es geht wieder ein bisschen. Okay, lass uns weiterschauen, meine liebe Waage. Was kommt hier sonst noch im Arbeitsbereich? Die Hohepriesterin. Vier Münzen umgedreht. Neun Stäbe umgedreht. Sieben Kelche. Okay. Moment, lass mich mal fokussieren. Es geht nicht besser. So, was hier noch kommt, ist, ich habe so das Gefühl, deine innere Stimme sagt dir, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas. Also hier ist irgendwelches rücksichtsloses Verhalten vom Arbeitgeber, von den Arbeitskollegen. Das macht dich wahnsinnig sauer. Und bereitet dir einfach so ein bisschen Sorgen, so ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Also irgendwas ist hier im Arbeitsbereich bei euch, meine Lieben. Was ist denn da los? Okay, ich möchte eine Klärung zu diesen beiden Karten. Kommen hier Gespräche in der Öffentlichkeit? Kommt hier eine Trennung? So, bitte Klärung für die Ruten und den Paar. Also für manche kann es wirklich sein, ihr habt eine Vorlesung in der Öffentlichkeit. Ihr steht vielleicht auch in der Öffentlichkeit und müsst was vortragen. Das kann jetzt wirklich sein, ja. Ansonsten, wenn du deine Wunscherfüllung erreichen willst, musst du hier argumentieren, musst du hier Gespräche führen, musst du hier kommunizieren darüber, damit sich hier was verändert für dein Wohl, ja. Außerdem diese Gespräche in der Öffentlichkeit müssen nicht Konflikte immer sein, ja, bringen wieder neue Hoffnung, neues Glück hier rein. Okay. Hier endet etwas, man sollte hier stark sein, ja. Ich möchte eine Klärung zu den 10 Schwertern. Ja, nach einem harten Kampf endet hier einfach etwas. Nach vielen Problemen, Konflikten endet hier etwas oder man möchte selber etwas verändern. Also es ist jetzt nicht so, dass du hier gekündigt wirst. Ich denke eher, du kündigst selber oder du veränderst etwas. Also mit den 10 Schwertern, es muss wirklich nicht sein, dass hier jemand gekündigt wird, kündigt, sondern es kommen neue Möglichkeiten rein, weil so geht es nicht mehr. Ja, ich vermute, meine lieben Wagen, ihr habt hier auch gekämpft. Also ihr habt hier eine Veränderung gewollt. Und ja, und durch diesen ganzen Stress, das wolltest du dir einfach nicht mehr gefallen lassen. Hier kommen Argumentationen einfach auf dich zu. Okay, der Magier ist hier. Nach diesem Ende kommen ja neue Möglichkeiten. Der Magier, was kommen denn hier für Möglichkeiten? Wow. Der Hierophant und Ass der Kelche. Ja, neue Verträge, neue Chancen, neue Dinge, die dich glücklich machen, die dich zufrieden machen. Schau mal. Vielleicht auch eine Prämie, eine Belobigung. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr hier ein VIP seid. Ja, VIPs. Vielleicht schauen VIPs bei mir zu. Wer weiß. Okay, aber auf jeden Fall,
Etwas, was euch sehr erfreuen wird, kommt auf euch zu. Ja, es wisst ihr vielleicht noch gar nicht, aber ich denke, etwas, wo du dir halt auch vorstellen kannst, hey, da bleibe ich für immer oder das möchte ich so beibehalten. Ich fühle mich hier einfach wohl. Ja, ich weiß auch so viel und ich möchte hier auch anerkannt werden. Und mit dem Ast der Kelche, es ist hier ein Neubeginn zu sehen. Ja, ein glückliche Neubeginne. Auch es kann natürlich auch sein, dass hier ein emotionales Erwachen kommt, Kreativität, Spiritualität oder die besten Intuitionen, die dich einfach voranbringen. Ja, okay, ich sehe hier rücksichtsloses Verhalten und irgendwie, dass man sich sehr ärgert. Bitte eine Klärung dazu. Was ist denn das, was hier auf dich zukommt? Ja. Neun der Kelche umgedreht, Unzufriedenheit. Dinge, die dich unzufrieden machen, wenn es hier natürlich die Waage, ja, die Waage will es harmonisch haben. Und du magst nicht Konflikte, du magst nicht Streitereien. Und ich denke, man fühlt sich dann einfach enttäuscht. Warum reagiert man hier so? Ui, ja, man ist einfach enttäuscht, auch mit den drei Schwertern hier. Okay, mit den sieben der Kelchen. Was ist hier los? Ist man hier, weiß man hier nicht, wie es weitergeht? Oder was, wieso sind die sieben Kelche hier? Ja, man weiß nicht, soll man es verlassen? Soll man wirklich eine andere, in eine andere Abteilung gehen, in ein anderes Unternehmen? Dinge, die einem nicht mehr gepasst haben, zu verlassen, ja, es kann auch immer intern sein, also oder einfach Angewohnheiten auch zu verlassen, ja, also da ist man sich nur nicht klar, oh, ich habe jetzt so viele Möglichkeiten, ich könnte diesen Job annehmen oder ich könnte in die Abteilung gehen oder ich könnte was ganz anderes machen, ich bin da einfach noch nicht so klar, ja. Und außerdem würde ich auch sagen, man sucht hier, also man sucht hier nach etwas, ja, ich habe meinen Rücken schon, also das Unternehmen oder der berufliche Bereich ist schon im Rückenbereich, ich möchte was anderes, ja, ich möchte was anderes. Was gibt es da vorne? Was gibt es denn da vorne noch? Nach was sollte ich denn suchen? Okay, spannend, meine Lieben. Wagen. Ja, keine Ahnung, ob ihr hier was Neues sucht, ob ihr unzufrieden seid. Okay, was wäre denn hier der Ratschlag für die Waage Geborenen? Oder der nächste Schritt, der nächstbeste Schritt? Schau immer zu, dass es dir am besten geht. Ja, also dass du Work-Life-Balance hast, dass du Zufriedenheit hast, das ist das Wichtigste. Schau nach deinem Wohlergehen. Und wenn du dich auch wohlfühlst, werden auch positive Dinge auf dich zukommen. Also geh nicht in diese negative, deprimierende, Laune. Ja, sondern sei positiv, dann ziehst du das auch an. Gibt es hier sonst noch was? Ja, was sonst noch der nächste Schritt sein sollte? Ja, es sind ja Möglichkeiten da. Die Möglichkeiten sind da. Was ist der nächste Schritt? Auswählen. Wähle aus. Okay, das sind jetzt so die nächsten Schritte. Und im Allgemeinen, im beruflichen Bereich, was gibt es hier als Ratschlag? Wow, verlasse das. Hui, also drei der Schwerter ist verlassen. Ja, also bei Liebesangelegenheit ist es eine Trennung und auch im Arbeitsbereich ist es auch eine Trennung. Verlasse das, was dir nicht gut tut. Das meint wirklich das Universum.
Also das, was dir nicht gut tut, verlasse es. Uiuiuiui. Uiuiui. Okay. Also gut. An das liebe Universum. Wenn die Waage jetzt wirklich etwas verlässt und wirklich was Neues angehen will, wie gesagt, kann auch immer intern sein. Was bekommt es dann? Also wie sieht dann das Ergebnis aus für das Kollektive, ja? Wie sieht dann das Ergebnis aus? Was ist das Resultat? Wow. Selbstbewusstsein. Also mit der Königin der Stäbe. Wow, schau mal. Hier ist König der Stäbe. Ich denke, das sind hier richtige Entscheidungen. Du wirst wieder so leidenschaftlich, du wirst stark sein, du wirst Stärke ausstrahlen, du wirst charismatischer, du wirst wahrscheinlich eine angesehene Person sein. Also entweder selbstständig wirst du sein, Vorgesetztenposition oder einfach, auch wenn du in der Gruppe bist, wirst du sehr angesehen sein. Schau mal, Waage kommt, alles ist gut. Also sehr, sehr schön. Das ist das Ergebnis, das ist das Resultat. Wow. Ja, ich überlege mir gerade, ob ich noch eine Karte will. Aber da das für das Kollektive ist, kann ich hier jetzt auch nicht immer weiter und weiter fragen. Deswegen lassen wir das jetzt mal bei dieser Legung. Schreibt mir gerne rein, ob ihr momentan solche Situationen habt. Ja, würde mich einfach mal interessieren. Ich wünsche meinen lieben Waagegeborenen alles, alles Liebe.